Dreh dich um. Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Crisis F. Immer noch im Guardia-Schacht. Wir haben schon wieder gegen so ein Tales-Anspielung-Viech gekämpft. Haben noch eine Cutscene gesehen über Lambda und Emerald. Dass Lambda eigentlich vollkommen unschuldig war und wir es überhaupt nicht verstehen können, warum er so geworden ist. Und da kommt schon die nächste Cutscene, die ich gerade, mein Gott. Da ging aber schnell. Ja, wenn ihr noch mehr Informationen wollt, dann gucke ich den letzten Part an. Must have been scared, you poor thing. But don't worry, I'll protect you no matter what happens. Please trust me. Please give me just one more chance. Please. Cornell, didn't I have you arrested? Emerald, it's you. Look at what that thing has done here. And yet you still defend it. Well, no matter. I'll just have to take things into my own hands. Tja, beinahe ist ja nicht mehr. I'll do whatever it takes. I am going to protect Lambda. This is truly annoying. Very well then, if that's how you want it to be. Don't worry, Lambda. Trust me. Those two humanoids there. But Emerald, no! You didn't! Oh, but I did. I even used your research. That's how I was able to create them. They're beautiful, don't you think? Now then. Lambda! Run for the shuttle! Go! Seize them! Hurry! Do not let them escape! Kill them if they resist! I'm so sorry. I'm afraid this is as far as I can go. Lambda, use this shuttle and fly to Aphenia. When you get there, find its Lastalia. Live on, Lambda. Live on, Lambda.
Fetzen der Vergangenheit, Teil 2. Director Cornell gave his life to help Lambda escape. He was willing to sacrifice himself for something that no one else believed in. He must have been one of Lambda's true friends. Maybe his only one. Perhaps. Lambda, what happened to you after Cornell went away? Tja, ich habe so das Gefühl, wir werden das bald herausfinden. Rein hypothetisch, mein Gott. Jetzt gibt's alle. Don't tell me you've begun to sympathize with Lambda. Don't be No, actually, you're right. And how will it help to sympathize with an enemy? I know. I understand where Lambda's coming from. Why? When I was suffering, I had Sophie, and you, and everyone else to lean on. I didn't have to face it alone. But Lambda... Then, let me ask you this. If you didn't have friends to help you, what would you have done? Resented humanity? Destroyed the world? I don't know. Probably, I guess. Asbel! But... Don't joke around. Now answer the question. To be honest, I can't say for sure that I wouldn't have done those things. Fine, I understand. But if that were to happen, believe me, I'd come over and lecture you anyway. So it's really a moot point. If I was alone... Even still. Ah. Mein Gott, irgendwie haben die aneinander vorbeigeredet, habe ich so ein Gefühl. Egal. So. Hier wird's auch noch lustig. Wie ein Bällchen. Ja. Schaut euch mal da hinten den grünen Ball an. Husch. Ah. Was hat uns das gebracht? Keine Ahnung, du bist ein neues Monster, kann das sein? Und du auch, definitiv. Du auch, glaube ich. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich kann ja nur da lang, oder? Dann gehen wir mal da lang. Nee, da oben muss ich lang, mein Gott. Ja, gegen euch kämpfe ich noch, keine Sorge. Guck mal da links lang. Jetzt haben wir wieder weggeballert, ne? Ich hoffe, wir kommen da nach links. Ja, komm mal. Arithmos-Kern. Jetzt haben wir da... Ach, so ein Stein, den brauchen wir. Ein 40-farbener, nee, ein grüner Kristall auf einen 40-farbenen Apparat mitnehmen. Jo. Na, dann gucken wir mal. Hey, warte mal da. Ach, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Das hat sich dann erübrigt. Mein Gott, wie komme ich an die Viecher vorbei? Ganz ehrlich. So, warte mal, auf der anderen Seite. Wahrscheinlich setzt das grüne Ding davor irgendwo, ne? Da ist ein grünes Dingen. Jo. Grün auf grün. Okay. Das war spät im Weg. Dann tun wir erstmal. Ich weiß nicht. Tun wir den mal wieder zu seiner Ausgangsposition zurück. Ein Versuch ist es wert. Ich habe die Art doch gerade schon benutzt. What's this? If I'm correct, when you rotate this pedestal, the giant spheres on this floor change position in a similar way. I see. So the positions of the small spheres on the pedestal are connected to the larger spheres? Gesagt, ja. It looks that way. If you were to draw a line out from the small spheres and look in that direction... Oh, you can see the large spheres. Now, we just have to figure out how to use this to our advantage. Yes. Okay. Mein Gott, da kannst du ja überall hinbewegen. Oder auch nicht. So, da tun wir erstmal da hin. Ich hoffe, ich finde das pinke Ding jetzt nicht irgendwann. Oh, du hast mich gesehen. Geh weg. Dann. Das mal schön. Ah, jetzt haben wir das grüne Ding aktiviert. Deswegen sind jetzt so grüne Platten hier aktiviert worden. Macht Sinn, ne? Ja. Hey.
Eine Truhe Allheilmitteltrank, weg damit. Da haben wir einen Orangen. Den Orangen, na, gegen den orangenfarbenen Kristall austauschen, ja. Und hat auch schon mal. Soll ich mich mal sehen, was da ist? Also, tun wir mal kurz das Ding da weg. Und gucken, was da ist, wo das orangene Kügelchen uns den Weg versperrt hat. War es richtig so? Wo habe ich jetzt den Dings hingepackt? Den Orangen? Ja, wir müssen den Grünen wieder wegbewegen. Weil wir haben jetzt... Warum sollte das Dingen... Der hat mich ja voll verbaut. Danke. Ich will mal zurückgehen und alles nochmal umändern. Danke. Und dann gucken, was das macht. Ja, gehen wir wieder zurück. So, legendäres Metall hergestellt. Okay, wir haben noch 58 11, das reicht noch. Ja, mein Gott. So, ach so, okay. Mal gleich wegbewegen. Wir durchkommen, ohne gegen irgendjemand zu kämpfen, ne? Vielleicht werde ich offscreen gegen die kämpfen. Mal gucken. Wenn ich den Monster-Eintrag mindestens bekomme. So, dann lass mich mal kurz das dahin bewegen. Und den Kristall da einsetzen, weil... Dann können wir das grüne Ding wieder da einstellen, weil danach müssen wir ja nicht mehr ein. Ist ja nichts mehr dazu tun. Oder war da rechts noch irgendwas? Ich guck nur mal nach. Bams. So. War da noch was? Meine Erinnerung, die ist so. Okay, dann. Und Tour. Okay, jetzt kriegen wir so rotes Zeug hier. Rotes Gras. Oh, und da ist das nächste Viech. Ja. Ja, komm. Wird schon klappen. Vesperion. Oh Gott, der ist noch stärker. Ein legendäres Erdmonster mit einer Vesperia-Sage, das geweihte Dolch bewacht. Tales of Vesperia. Wow, was in... Du bist anfällig gegen E-Arzt. Also perfekt, sag das doch gleich. Und zack. Sophie, bitte nicht so oft sterben, danke. Bam! Ich kann ihn eigentlich vom Weiten angreifen, aber was soll's. Mein Gott, ein Angriff von dem, ne? Er zieht uns 3000 ab. Jetzt will ich mal auf den Arm nehmen. So, zack, komm her. Warum ist der Kombo aufgemacht? Verdammt. Und zack. So, komm her. Ma. Und zack. Irgendwas anfällig, ne? Ja, Nova, da ist Nova, glaube ich. Zim. Deswegen setzt den Angriff die ganze Zeit ein. Aber ich nichts anderes kann. Ich kann nur Spam. Ich drücke die ganze Zeit nur Kreis. Ich habe Kreis gelegt, habe also nur Kreis. Zack, und schon wieder abgebrochen. Ah. Zack und zack und zack. Ich kann nichts anderes. Buh. Okay, wenn ich, hoffentlich läuft hier noch so ein Viech herum. Wenn ich treffen würde, mein Gott, 6x6, 4x6. Ist gruselig. Bams, Feuerkombo. Irgendwie kriegen wir jetzt gar keinen Schaden mehr.
Oh Gott, Hilfe. Hilfe. So, jetzt zack und Revitalisierung. Gut, da kommt ein bisschen spät. Mein Gott, Sophie hat uns viel schneller. Nein! Hab ich einfach vergessen. Halt, 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 halt. Mein Controller ist ausgegangen. Schon im letzten Part ja aufgeleuchtet. Ich habe mich dran gedacht. Mein Gott, Hilfe. Geh mal Controller einfach aus. Wie kannst du das nur machen? Eben geschafft. Kerisdolche. Mich dünkt, das sind Waffen für Cheria. Ding. Mhm. Dolche sind durch Magie verstärkt und reagieren auf die Seele lebender Wesen. Letztens haben wir schon hier die ganzen Dingens bekommen, die ganzen Gewänder noch, und jetzt bekommen wir auch noch neue Waffen. Geil, wa? So, dann können wir jetzt das grüne Ding in hier bewegen, weil hier müssen wir nichts mehr machen. Das heißt, wir können uns nirgendwo mehr den Weg versperren. Weiß man nicht, wo das grüne Ding noch landet. Wenn man das zum dritten Mal bewegt, aber egal. Also wenn man es wartet, wenn es hier bewegt. Wahrscheinlich ist es da irgendwo im Weg, deswegen tun wir es jetzt da ein, weil da müssen wir nichts mehr machen. Macht Sinn, ne? Alles klar, dann. Oh, lauf schneller, Mr. Schildkröte, danke. Dann gehen wir nochmal zu dem einen Ding zurück, das den orangen Ball bewegt. Wir tun dem aus dem Weg. Drehen, sag ich mal. Ja, dann können wir weiter, nehme ich an. Ja, wir können jetzt schon weiter. Na, gehen wir aber erstmal. Mein Gott, bist du im Weg, du Dicker, ey. Dickes Ding, du. Lass mich raten. Du bist nicht direkt davor, okay. Ach ja, du bist ja da hinten jetzt. Okay. Da muss ich auch nicht mehr hin. Okay, alles ist an seinem Platz. Oh, hallo. Hab ich. Okay, ich hab nur einen, ne? Ja, dann kommt direkt der nächste. Du bist Rebirthion. Okay. Tales of Rebirth. Das Donnermonster einer Wiedergeburtssage bewacht das Schwert der Gerechtigkeit. Du bist gegen gar nichts. Super. Wutsch, wutsch, spam. Okay. Wenn er gegen nichts anfällig ist, dann wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber das ist auch gegen nichts irgendwie nicht anfälliger. Weniger anfälliger. Falls es sowas überhaupt gibt. Oh Gott. Verpiss dich. Oh Gott, jetzt verpiss dich erst recht. So viel, das ist es nicht wert. Mein Gott. Oh, nein, hör auf zu zaubern, Mann. Zack und zack. Oh Gott, ich habe aufgewehrt. Oh Gott. So, jetzt bist du dran. Zack und zack. Wieso brauche ich denn keine zwei, Mann? Oh geil. Jo. Fuck, egal. Wundig, wundig. Alles ist grün, mein Gott. Jo, jo. Oh, warte. Sophie direkt heilen will, ne? Richtig nett. Und zack. Oh nein, Sophie.
Sharia. Du hast irgendwie merkwürdige Prioritäten. Ja, los und zack, zu weit weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Au, natürlich. Sharia. Deine Prioritäten, ne? Oh, da komme ich direkt wieder rein und krieg aufs Maul. Oh. Oh, das war nicht gut. Komm schon, da, zack, da, Malek, geh aus dem Weg. Wieso wollte ich jetzt irgendwie Dr. Malek sagen? Komm ich noch die Idee? Wurde ich, au, oh mein. Ah, zum Glück war ich noch geschützt. Alter, ist jetzt gut. Mein Gott, wieso trifft er mich denn jetzt immer so schnell? Gibt's doch nicht, mein Gott. Und Sphärenschwert. Und Pharma-Laser, so viel. Oh. Genau, der Angriff tötet mich auch. Oh. So, Espel, komm wieder. Zack. Und 21.000 noch, das kriegen wir. Als ob wir den nicht kriegen würden, mein Gott. So, Frage der Zeit. Okay, okay, Gott sei Dank. Sie war schon am Leben. Irgendwie nicht damit gerechnet, der Angriff so viel abzieht. Huh? Hey. Okay, wir haben eine neue Waffe. Diesmal für Hubert. Die ewige... Nee, was war das? Heilige Wut. Doppelklingen, die besonders wirkungsvoll gegen Dämonen ist. Stärker mit verbundenen Klingen. Ja. Haben richtig geile Waffen noch. Und ich sehe gerade, mein Elfmützer ist leer. Ah. Ja, wir haben noch ein legendäres Metall hergestellt, okay. Oder habe ich einen Schwächepunkt gesehen? Ne, habe ich nicht. Ich dachte. Du denn? Tödliche Anziehung, die Kleidung eines Paars, die die Klingen aufeinander richtet, als seine Liebe erlosch. Okay. Das ist aber kein Exklusiv für irgendjemanden, ne? Präzision und Ausweichen. Tödliche Anziehung. Okay, da kannst auch du. Du hast noch keine, sehe ich gerade. Aufgrund von kritischer Verteidigung, ja. Kritische Verteidigung, Präzision, ja, das. Das ist gerade, glaube ich, auch noch nicht ihr einzigartiges Gewand, ne? Ich weiß nicht, wo man die herbekommt. Mit mehr oder weniger zufällig über die gestolpert. Jetzt auf das von. Hubert, das wusste ich nur, als ich das in diesen Oswell-Schatzkammer-Dingen war. Das ist irgendwo ein Speicherpunkt. Ja. Annäherung. I'm scared. My chest is so tight. We must be close. Let's be sure we're on the same page. Our objective is not to fight King Richard. It's to eradicate Lambda. It means hurting him. But if we can weaken Richard. I think we can drag Lambda out of him. Das klingt irgendwie sehr komisch. I'm sure you know this, but you are a formidable force, even without your mutual destruction function. There is no need to consider that option. Yes, I understand. Then we're ready. Let's go, everyone. The Lost Talia is just ahead. Okay, darf ich mich aber noch kurz umgucken. Wo könnte ich denn überhaupt als nächstes? Oh, wir können hier hin. Das können wir hin, aber da ist eine Truhe und die wollte ich haben.
Lasst mir das. Ach ja, ich erinnere mich. Muss ich hier alles aktivieren. Alle Farben. Eine nach dem anderen. Im nächsten Part. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play Tales of Grisseth. Alle herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss.